Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Ergard immer noch Sniping DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, ich bin hier noch am Wir haben jetzt, also nur damit ihr es wisst, wir haben jetzt einen Händler hochverstellt. Scheiße. Oh nein. Nein. Hab ich das gesehen? Nee, ich weiß nicht, was passiert ist. Oh nein. Ich hab's nur gehört. Oh mein Gott, das ist so klappig. Ich war doch bloß als Praktikant. Was haben wir Güllefass unterwegs? Ja! Oh nein! Oh nein! Wir brauchen ein neues Güllefass! Perfekt! Auf alle Fälle, wir haben einen neuen Händler hochgestellt. Und jetzt werden halt dann die ganzen Fahrzeuge nochmal verkauft und neu gekauft. Aber erst nachdem wir fertig gemäht haben, damit wir die Stunden alle wissen. Ja. Dann können wir erstmal in die Fahrzeuge nochmal reintippen. Normalerweise. Jetzt genau eine Stunde auf dem Steuer. Auf dem, oder? Ja, okay. Mhm. Und auf alle Fälle bezahlen 90 Euro dann den Hof. Fürs Gruppern. Weil, fürs Gruppern und dann 150 Euro nur für das Fahrzeug. Mhm. Und ja. Recht starken Power. Ja, warte. Ich bin gerade hier. Ich bin hier mit 20 ganz gemütlich hier. Sogar, ich habe sogar noch gebremst. Und fällt relativ knapp, ne? Auf einmal rutscht das Güllefass. Da mal ganz kurz her. Oh. Auf einmal rutscht das Güllefass und ich rutsch voll hier rein. Oh. Oh. Uff. Also ja. Ich lag nicht an mir, aber am Güllefass. Das Problem ist halt sogar, der Steuer ist halt auch beschädigt, weil der Ansaugrüssel war in der Kabine. Schwierig. Da ist er. Ich bin da bloß mit 20 rum, ey. Aber ich will mich doch verarschen. Können wir eigentlich sogar stehen lassen hier. Da haben wir einen Drescher hier fahren. Das Spiel will mich verarschen. Ja. Definitiv. Gut, ich fahr auch teilweise wie eine Gesenkt. Okay. Nee, lassen wir das Thema. Scheiße, der. Oh nee, ich hab nicht mitgedacht. Achso, der ist schon im Ansehen, meinst du, oder was? Ja. Ja, okay, das sind zwei Bahnen. Zweieinhalb. Oder zweieinhalb, ich glaube, das ist jetzt nicht so. Also, wenn er jetzt drei Viertel Feld hätte, dann. Ja, aber so. Geht noch, würde ich sagen. Geht noch. Und der Kollege ist leer. So, mit geht es denn immer? Mann. Mein Controller will wieder nicht. Ach nö. Mal wieder nicht mehr. Das geht auch nicht. Muss ihn ganz kurz in der Aufnahme entfernen und wieder reinkommen. Geil. Ganz kurz aus dem Fenster schmeißen, wieder reinholen müssen. Ich hab's gleich. Gerät ist einsatzbereit, perfekt. Sag mal, wo ist mein Stein hin? Ich hock drin. Ach so, ich tapp mir gerade wie so ein Ding. Ich wollte gerade so rumtappen. Wieder in meinen Steier. Und Props in dem Moment geht halt einfach das Ding nicht mehr. Perfekt. Wunderbar. Oh, da ist ein B-Truck. Er hätte jetzt ausheben können. Na egal. Man muss sagen, die Fläche von Feld 4 ist auch gar nicht so klein, also an Wiesenfläche. Die ist ungefähr so groß wie von Feld 2, glaube ich. Ja. Doch ungefähr gleich fast. Wenn man das hintere mitrechnet, ja. Könnte hinkommen. Nee, ich meine das ohne Wiese, nur das Feld. Ach so. Ist ungefähr so groß wie Feld 2, weil Feld 4 ist ein bisschen länglicher und dafür schmäler. Hätte den MB-Truck so scheiße hingestellt.
Hast du Gülle fast ausgeschaltet? Ja. Okay. Aber ist das bei dir jetzt auch so, wenn du das anhebst, das dann ausschaltet? Ja, aber das Gestänge lasse ich eigentlich immer unten. Ich höre immer bloß das Güllefass aus. Okay. Klein Güllef macht das jetzt nicht so, aber... Ja, aber nee, ja. Güllef hebt man halt auf und dann sperrt die Pumpe hydraulisch. Wer hat denn da jetzt den Bührer hingestellt? Ich habe ihn nicht mal bewegt, ich habe nur einen Drescher dahin gefahren. Ja, deswegen, ja, das ist ja das Schlimme. Wieder nicht mitgedacht hier, nee. Ja, du hast nicht mitgedacht, nicht ich. Ja, das habe ich ja gerade gemeint. Ich halte es vorgeben, ist mir auch egal. Hey, ich war Gülle. Das erste Mal mit dem Fass, glaube ich. Nee, du hast schon mal gefahren. Ganz am Anfang, wo wir uns gekauft hatten. Achso, ja, stimmt. Ist auch schon wieder lange her. Ja. Was macht denn der Drescher? Warum? Der fährt. Ich sehe nur, der dreht da hinten am Hang einfach so am Hang oben um. Nicht schön. Ich weiß schon. Ich sehe ja nur, wie der so hochfährt. Nicht schön. Ich mach das schon immer. Die noch nie aufgefallen. Nee, beim Dreschen war ich da selten. Hab ich selten dahinter geguckt. Könntest du dann den MP-Track langsam wieder einstellen? Ja, könnte ich machen, ja. Da muss ich glaube ich nochmal eine Ladung holen, oder? Danke, Gulle. Ja, auf alle Fälle. Die bis hinter reicht noch. Okay. Aber wir müssen jetzt schon was. Wir haben jetzt, warte mal, das ist jetzt Folge 100. Wir haben jetzt drei offen, das ist jetzt die dritte, dann ist. Folge 111 normalerweise. Und er hält gerade mal. Das ist Folge 111, oh mein Gott. Und er macht halt einfach immer noch so Bock, ne? Das. Netter Gras doch. Ist halt auch eine geile Karte und wir sind halt ja. Auch echt weit, muss man auch sagen. Und die Fahrt der Traktoren und Gespanne sind halt auch geil, ne? Sie ist halt einfach ein geiles Projekt, das echt langlebig sein kann. Überhaupt, wenn man sich wenn man größer über Zeit lässt. Und jetzt nicht sagen, so schnell Geld, ja, eine halbe Million ist durch BGA verdient, jetzt den größten Traktor, was auch immer kaufen, wenn sie 50. Ja, komm, also. Das wir haben jetzt schon eine BGA, aber halt keine große, sagen wir so, wie es ist. Ja. Und ja, sie verdienen auch ihr Geld. Und ich glaube, das Geld, was wir für die ausgeben haben, haben wir auch wieder drin jetzt inzwischen. Ja, locker, weil ich glaube, die hat nur 185.000 kostet, oder? Das Problem ist halt, keine Ahnung, ich glaube, so 200.000. Ja, soll ich den Beta schon wieder einstellen? Ne, warte mal, hier muss nur noch eine Bahn runterfahren. Ja, ich muss aber ganz kurz Gülle holen und dann, wenn ich die Bahn habe, dann kannst du einstellen wieder. Hab's gerade gesehen. Oh, ich stelle schon mal hier hin.
Wieso? Ja, der schaut aus, du. Eieiei. Ja, meh. Das Güllefass war auch voller Dreck. Ich weiß, auf der Straße ist es wieder voll sauber. Geil. Ja. Oh, mein Ufi mal ein bisschen hier. Oben ist schon. Ich lass beim Sehen eher immer zu. Hm? Ich würd's beim Sehen zu. Nee, ich hab grad beim Steuer beim Mähen Heckscheibe aufgemacht. Ach so. Ja, würde ich trotzdem zulassen. Ja, okay, die kommen Fliegen und so weiter rein. Beziehungsweise Käfer. Yo. Nee, Käfer nicht so, aber Schnacken. Ja, halt alles mögliche, was halt auch durchs Mähen aufgescheucht wird. Hauptsächlich Schnacken und Fliegen. Mhm. Also es war halt einfach alles im Gras drin hockt. Und wartet, bis wieder kühle Nacht kommt. Ah, da ist das auch schon gleich wieder voll. Ah, dann lasse ich die Bahn gleich noch mal kurz anfangen, weil da steht der richtige rum. Der Kilo ist auch schon wieder verschleiert, ne? Hm? Achso, BGA. Hm. Ja. Ja gut, wir haben auch eine knappe Million Legends reingehauen, also. Puh. Wechselaktion, was denn? Ne, ich glaube, wir werden die Silos nicht mehr so oft brauchen. Direkt für Silos, sondern eher für Ballen. Ja, wir haben jetzt eine Presse. Ein Ballenwagen, also du, da geht auch was. Und das glaube ich angenehm ist, du kannst ja die Ballen direkt einfach an der BGA abstellen und wenn sie. Ja, 160.000 sind es. Haben wir noch drin. Die da? Mhm. Ja, schon ein bisschen was. Hilfe, ah, das war der Drescher, genau. Den hole ich mir jetzt, den Kollegen. So, Bürger. Da ist er. Alter, unsere Hänger verlieren schon Farbe. Eieiei. Unten drin aber nur. Nee, oben. Oben? Ja, da wo die Plane drüber liegt. An den. So. Ja, weißt ja, du, das du, heißt. Ist normal. Diese Querung hier oben. Ja, ach, innen drinnen. Ja. Ja, das ist normal. Ja, so. So, Kollege, ich lasse dir. Wir haben inzwischen keinen Hänger mehr. Doch, unseren neuen. Aber inzwischen haben wir, glaube ich, keinen Hänger mehr, der wo unten am Boden noch Farbe hat. Nee. Also, wenn man jetzt einen Ballenwagen weglässt, dann nicht. Nee, ich meine, bei uns in Lühlauf. Ach so. Ja, klar. Weil, mit der Flak das kein Zeug, das ist klar, dass sich das abnutzt. Obwohl, ich glaube, der Eigenbau sogar, der hat noch ein bisschen Farbe drin. Aber wusstest du eigentlich, dass es früher auch Einleiter-Druckluftanlagen gab, Flo? Das was gab? Einleiter-Druckluftanlagen. Nee, hab ich noch nicht gehört. Also es gibt, also es hat früher gegeben, rote Kapsel, gelbe Kapsel, das weiß ich ja. Hm? Rote ist Vorratskammer, gelb ist Steuerleitung. Hm? Oder Vorratsleitung. Oder. Und früher gab es noch schwarz zusätzlich, für manche Hänger hatten das. Und hatten nur das. Und wenn man bremst hat, haben die Druck drauf gegeben. Vollgas vom Brüdergraus. Und wenn man kein mehr Bremsen mehr drückt hat, haben sie einfach wieder aufmachen, also keinen Druck mehr drauf geben. Okay. Nee, sprich, mit Druck drauf, sprich, die Druckluft ist ultra schnell weggegangen, wenn man viel bremst hat bergab. Mhm. Das ist dann teilweise echt lebensgefährlich geworden, vor allem beim Drehschimmel.
Ja. Sprich, du hast dann nur, wenn der voll ist hinten und du hast einen 18 Tonnen oder so hinten dran. Oder so wie wir mit unserem Silia-Wagen, 24 Tonner. Oder sowas. Und du bremst da bergab nur mit dem Bulldog. Ja, dann. Und dann noch Kurven. Da kannst du schauen, dass an der Geraden runter bremst auf 10 km/h. Und da muss halt dann die Dixie volle Möhre durchbremsen, bis die Reifen quietschen. Ja. Sonst ist echt. Hast verkackt. Schwierig. Aber es ist. Genau, das habe ich gestern aus. Auf jeden Fall, wo ich Kiesko wieder rausgefahren und zwar, wenn ich mit dem Eicher Vollgas mit dem Gaspedal Vollgas fahre, ne? Ja. Warte, genau Anschlag 30. Mein Handgas, ne? Hat 31. Perfekt. Bei dem geht es alles noch mechanisch, gell, ja. Das Gas und Handgas? Ja. Ja, ist ein Hebel, beziehungsweise. Ja, Hebel, du hast jetzt T6 und jetzt hört es dann. Getrennt und. Das ist bei euch getrennt und mechanisch noch beides, oder? Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, ich weiß auch sowieso, dass wir das Gaspedal nicht ganz durchtreten kann, dass er 31 fährt. Aus dem ganz einfachen Grund, vielleicht liegt ein bisschen Dreck drunter. Ja. Und dass es dann da ansteht. Na, ich habe schon mal überlegt, das ist Getriebeumbau auf dem 40er. Schwierig. Ja, nee, schwierig. Im Prinzip ist gar bei uns dann mit der 40 km/h Ausführung. Ja, das schon, aber du musst Druckluft und alles nachrüsten lassen. Ja. Bremst du überhaupt überhaupt schon mit Allrad? Ja, ja, der hat eine Allradscheibenbremse. Beziehungsweise Allradbremse. Das hat er. Aber der hat noch eine mechanische, oder? Eine mechanische Bremse. Ja, mechanisch sind sie alle. Aber die 40er. Echt? Ja, ja. Oi. Der Bremse gibt's, da hat's keinen Unterschied gegeben. Ah. Boah. Boah. Also, heutzutage ist ja, glaube ich, alle Druckluft. Oder Ding. Nicht hydraulisch, mit Druckluft. Aber ich weiß gar nicht, also, nee, also ich glaube, unsere ist mechanisch. Bremst eurer mit Druckluft schon? Nee. Druckluft hat er nicht. Das läuft noch mechanisch alles. Ja, ja. Und das da mal mit 40 gefahren. Oi. Ja. Also, ob es jetzt, also ich weiß, also da ja. Also, da muss das auch funken, so. Also. Oh. Krass. Ja, du, damals war alles besser. Ich kann den MP-Tag wieder ansetzen, ich bin fast da. Okay. Ist ja krass. Also ich glaube, in Real Life wäre der Sound da am Feldrand nicht mehr dran. Also bei Feld 4, ja? So auf ich da drüber schon drüber bin. Ja, schwierig. Ja, stell dir mal vor, es kommt immer irgendwann so ein Update vom Alpine DEC und da haben die Zäune Colli. Schwierig. Und wir wissen es nicht. Oha. Ja. Holstoff, boom. Oh, nicht schön. Ja, da ist er. Ja. Hallo. Zieh, ja. In Helfer rein. Allrad drin. Ja, ist drin. Er zieht. Meine auch. Da aber irgendwie schaut der Stein ein bisschen zu klein aus für das Güllefass, finde ich. Ist was? Ja. Also. Gut, er hat noch 200 PS. Von der Leistung her easy.
Ich glaube, am Hang könnte er zu leicht werden. Hast du Gewicht dran, ja, ne? Ja, aber Eigengewicht viel bringt es auf. Ja. Das haben wir damals gut gemerkt. Hm, wo wir mit dem Stahl Güllefahr. Ja, du. Weiß gar nicht, wie viel wiegt denn der Steuer? Mega. Unserer. Hm. Ja, ich darf es eigentlich nicht wirklich sagen. Ursprünglich hatte 185. Gewicht. Steht halt im Stein. Steht im Stein. Nee, ich meine nicht PS, ich meine Gewicht. Ach, Gewicht? Gewicht, ja. Knapp 9. Okay, also ich hatte knapp 5. Bisschen mehr. Weiß? Als ob der so scheiße schwer ist. Ja, das ist Massivbau. Das ist Blockbau. Ja, okay, aber. Also auseinanderreißen kommst du nicht so schnell. Naja, eigentlich sau schwer. Eigentlich tut der gut. Ist. Das ist auch nicht gerade leicht. Also auf die Waage bringe jetzt mit unserem Reisstimmer 1,5 Tonnen und Eiche 6,8 Tonnen. Reisch? Mhm. Boah. Hm? Okay. Ja, der Reisstimmer 1,5 Tonnen halt. Dreckschienen. Ja. Einmal uns in 8 Tonnen und einmal in Reichstimme 1,5 Tonnen. Und dann noch, was ist denn das? Keine Ahnung, dann noch jetzt momentan 3 andere kleine Drische im Lausitz. Oh, Buch da. Wieder da, wenn ich mal kurz jemand. Okay, was denn? Alles gut. Ja, liebe Leute, wir mähen hier noch ein bisschen weiter, aber wir sind trotzdem für die heutige Folge auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den runden Knopf kaufen, falls ihr nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengarde. Immer das nutzen der PND, zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut. Haut rein. Und ciao. Ciao.